Was ist los? So viele Kinder suchen Pflegeeltern. Es ist so traurig. Und diese Adoptionsagentur veranstaltet einen Informationsabend. Nein, zeig mir doch sowas nicht. Willst du mein Herz brechen? Ich bin gerade erst zur Tür rein. Der Kinocast. Okay, dann wäre ich soweit startklar. Ihr auch? Ja, ne? Ja, mehr oder weniger. Ja, dann fangen wir doch gleich mal an. Willkommen hier beim Kinocast, bei der letzten Ausgabe des Jahres quasi. So am, je nachdem, wann ich die Bearbeitung fertig habe. Ich dachte, ich mache ein bisschen Musik, Entschuldigung. Wenn du mich fragst, wer Meister wird, oder was war das? Eigentlich war es Outlanks sein. Eigentlich sollte es Outlanks sein, aber vielen Dank dafür. Ach so, ja. Aber es klang durchaus ähnlich, ja. Ja, es ist die gleiche Melodie. Hallo Erik. Ja, hallo Chris. Hallo Kate. Hallo. Gute Laune Podcast ist wieder am Start. Und wir hatten auch einen tollen Film gehabt in der Sneak Preview und haben so noch ein bisschen was gesehen, was wir euch jetzt gerne nahe bringen wollt, liebe Hörer, so kurz vor Jahresende. Und wir beginnen gleich mal mit der Sneak Preview. Hier hatten wir den Film Plötzlich Familie. Der neue Film mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle. Und wenn ich meinen Tab finde, ach ja, Rose Byrne war noch mit dabei. Das hat der Mann gemacht, hier Sean Enders. Der hat zum Beispiel Wir sind die Millers gemacht oder auch diese ganzen, diese anderen hier plötzlich, wie hieß das plötzlich, Papa oder Vater von vielen oder wie hieß, wisst ihr, was ich meine? Hier die mit dem anderen Schauspieler, Daddy's Home oder wie das hieß da, Daddy's ja. Home 2 und so. Sowas hat er gemacht. Deswegen, er bewegt sich durchaus in einem Terrain, wo er sich auskennt, der Regisseur, denn hier bei Plötzlich Familie, das basiert auf einer wahren Geschichte, wie wir ganz am Anfang erfahren und wie wir auch am Schluss erfahren durch ein paar Fotos, die eingeblendet werden. Hier geht es nämlich darum, dass Mark Wahlberg und Rose Byrne, die haben so eine kleine Firma, ähnlich wie bei dieser einen Netflix-Serie, wo die Leute immer irgendwelche Häuser kaufen, die renovieren und dann wieder verkaufen, bloß was bei der Netflix-Serie dann in irgendwelchen Gruselhäusern endet. Das ist hier ganz anders, nämlich sie kommen dann halt irgendwann ja an den Punkt, wo sie sagen, ja, wir sind jetzt eigentlich relativ ja ein bisschen in die Jahre gekommen und mit Kindern und so, ich weiß nicht, wenn wir jetzt neu anfangen, dann sind die Kinder, wenn die dann heranwachsen, dann sind wir schon ganz alt und wie machen wir das denn jetzt? Und dann beschäftigen sie sich so ein bisschen mit dem Thema Adoption. Und gehen auch mal zu so einem sehr kuriosen Meeting, wo irgendwie so das Thema mal vorgestellt werden soll. In ihrer Familie wird da erstmal so ein bisschen die Nase gerümpft, weil ihre Schwester, die erwartet, glaube ich, oder will ein Baby kriegen, machen so In-vitro-Fertilisation oder sowas. Und die wollen quasi in Anführungszeichen auch natürlichen. Oh, da, der Hund meldet sich schon hier. Kommt jetzt Amazon, Riesenlieferung. In der Familie ist erstmal ein bisschen verpönt dieser Gedanke, ja, irgendwelche, was weiß ich, Kinder von Kriminellen, denen die Kinder weggenommen wurden, irgendwie heranzuholen. Und wir erfahren so ein bisschen auch über das US-Adoptionssystem, wie das funktioniert. Also dieses Foster-Parent-Ding, also wo halt die Eltern erstmal so Pflegeeltern werden. Und dann nach einer gewissen Zeit erst das Sorgerecht beantragen können. Und was für viele White-Trash-Eltern oder Pflegeeltern eine Einkommensquelle ist, dass sie nämlich irgendwelche Kinder bei sich aufnehmen und damit ein bisschen Geld zu verdienen. Das sehen wir dann auch, weil die einen, für die sie sich dann so entscheiden, nach einem längeren Hin und Her, das sind quasi nicht nur ein Kind, sondern drei Kinder, Geschwisterkinder. Das Mädchen ist schon, ich glaube, 13 oder so, kommt langsam ins kritische Alter und sie hat noch zwei jüngere Geschwister, ein Jungen und ein Mädchen, um die sie sich gekümmert hat, weil ihre Mutter diverse Drogenprobleme hatte und auch im Gefängnis gelandet ist deswegen und die drei Kinder nehmen sie dann bei sich auf und sind dann eben, wie der Titel sagt, plötzlich eine Familie.
bringt natürlich jede Menge Probleme erstmal mit sich. Zum einen, dass diese Kinder, die sind schon so oft durchgereicht worden durch irgendwelche Pflegefamilien, die schließen nicht so schnell Freundschaft oder fassen sich nicht so schnell ein Herz mit ihren Pflegeeltern, weil sie ja nicht wissen, wie lange hält das überhaupt. Und zum anderen wissen natürlich auch die beiden, also Mark Wahlberg und Rose Byrne, nur auch nicht so recht, wie sie jetzt überhaupt damit umgehen sollen. Jetzt so plötzlich eben als Eltern, wie man da reagiert und wie man schon so doch schon relativ Teenager-Kinder auch so zurechtweisen kann oder überhaupt noch erziehen kann, da stellt sie doch schon vor erhebliche Probleme, würde ich mal sagen. Oder? Ja. Ja, vor allem, weil die halt auch alle drei irgendwie so ihre Spezialitäten haben. Also ein Teenager ist ja grundsätzlich immer schwierig. Dann der Junge ist auch schwierig, der muss wahrscheinlich geschlagen worden sein, auch weil er schon mal so, oh mein Gott, es tut mir so leid. Irgendwas fällt runter, es geht nicht mal kaputt oder so. Und er gleich so, oh mein Gott, es tut mir leid, es tut mir leid. Und das kleine Mädchen ist ganz eigen, was sie essen will und so. Das ist so, ja, es ist... Was aber auch schön ist, dass auf der Film nicht auch ausschließlich auf diesen Macken von den Kindern aufbaut, ne? Sondern das fließt einfach nur immer so ein. Ne? Und das fand ich ganz schön daran. Und auch dieses, ja, ein Kind ist nicht immer einfach. Ne? Also viele stellen sich das ja vor, so, ja, wir haben eine Familie, wird schon alles gehen, wir machen das bestimmt alles anders als alle anderen, die wir kennen. Und dann ist es halt doch nicht so. Ne? Und das... bringt nochmal so einen Charme in den Film rein. Also mir hat er sehr gefallen. Ist nicht immer einfach, finde ich, einen echt schönen Satz. Ja, nein, es gibt ja so viele, die denken sich das dann einfach, ja, wir machen das eh alles ganz anders. Ich würde es nie so machen wie meine Eltern oder ach, unsere Freunde, ich würde es nie so machen. Ja, und am Ende vom Lied machen sie es doch so, weil sie feststellen, anders geht's gar nicht. Ja, also, ja, da wird einfach auch mal dieser Blick von Nicht-Eltern einfach mal begradigt in dem Film, finde ich jetzt. Das ist meine Empfindung gewesen. Ja, auf jeden Fall müssen die da relativ schnell reinwachsen in dieses Thema und sich damit beschäftigen. Und sie sind dann auch in so einer Art Selbsthilfegruppe mit anderen, die Kinder adoptiert haben, wo über die Probleme gesprochen wird. Das ist halt auch so schön zu sehen, dass so dieselben Phasen irgendwie so bei allen gibt. Jeder, wenn die Kinder neu adoptiert sind, jeder ist erstmal in so einer Hochphase, in so einer Honeymoon-Phase, wo irgendwie alles perfekt ist und sich wundert, ach, warum haben die anderen nur Probleme damit? Aber die kommen dann auf jeden Fall noch, die Probleme. Und die kommen dann bei denen auch ganz heftig. Ja, irgendwie. Ja, Chris, wie ist es bei dir gewesen? Ja, du kannst das ja durchaus nachvollziehen mit deinen, du bist ja beruflich da auch sehr viel mit solchen Kindern, teilweise auch schwierige Fälle, oder? Durchaus, ja, durchaus. Deswegen, ich fand es sehr, sehr angenehm, weil der Film wirklich von den Schauspielern lebt und auch von der Geschichte zusammenlebt. Und das ist, finde ich, super harmonisch. Also eine Szene mit Mark Wahlberg muss ich gleich vorne wegnehmen. Das ist da, wo der Tochter der, oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Wie heißt die größere Tochter? Lizzie heißt sie. Danke. Lizzie. Ja. Gut, dass ihr mir so helft. Lizzie heißt übrigens, ne? Ja, die heißt... wo er ihr hinterher rennt und man sieht richtig, wie Mark Wahlberg sich zusammenreißen muss, langsam zu laufen. Das fand ich sehr schön. Ansonsten, ich fand's dahingehend super, weil ich fand die Kinderschauspieler überhaupt nicht nervig. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber ich fand das war wirklich echt cool dargestellt. Also sie waren auch nicht dann völlig überzogen drin. Ich fand, es war auch relativ ausgeglichen. Du wusstest relativ schnell, wer hat welche Macke von den Kids. Und dann war es aber auch gut. Das heißt nicht, dass die komplett neue Macken entwickelt haben und blablablub, sondern das war eine ihrer Sachen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch insgesamt so die Geschichte war einfach nett erzählt. Also richtig, richtig, richtig so Wohlfühl-Kino so ein Stück weit. Es gab ja auch die ein oder andere Träne im Saal, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich weiß gar nicht, wovon du redest. Es wurde gelacht, es wurde geweint und das ist sowas, was eigentlich einen coolen Film dann auch ausmacht, wenn man so wirklich mitleben kann. Und deswegen, mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht, weil wie gesagt, die Kids halt gut dargestellt waren, auch nicht irgendwie groß schulische Probleme noch, weil das ist ja
Erik, du weißt es selber, Schule ist nochmal ein Thema für sich. Oh, warum sagst du das? Und das haben sie ja in dem Fall eigentlich ausgespart. Sie haben sich wirklich nur auf diese eine Sache konzentriert. Und das fand ich gut. Die Liebelei in der Schule. Das war wichtig, die Geschichte, dass sie da noch so ein bisschen einen Turning Point drin hatten. Und wer weiß, es beruht ja auf einer wahren Geschichte. Wer weiß, ob es nicht wirklich auch da dazu gehört. Ich habe das jetzt noch nicht verifiziert. Wäre vielleicht mal interessant noch zu wissen, aber ja. Nee. Insgesamt einfach echt cool erzählt. Also großartig geschauspielert auf jeden Fall. Keine nervigen Kinder, tolle Geschichte. Es war ein richtig schöner Weihnachtsfilm, wie du es gesagt hast, auch im Kino. War ein richtig schönes Weihnachtsfilmchen. Und ja, ich hatte ordentlich Spaß, war gut unterhalten und für mich war es glaubwürdig. Und das ist dann eigentlich schon ganz viel wert. Der Film hätte auf jeden Fall ein paar Mal falsch abbiegen können. Da waren genügend. Granatenmäßig, ja. Ja, genau. Da waren genügend Gelegenheiten da, wo man immer dachte, jetzt nicht. Dann ist es aber gerade irgendwie in eine andere Richtung gegangen, die irgendwie so ein bisschen unerwartet war. Und es war eigentlich. Aber angenehm, ja. Ja, war rundherum. Und das rechne ich dem Film echt hoch an. Hm. Weil, wie gesagt, die Möglichkeiten, wie du sagst, waren da, falsch abbiegen, aber hat er nicht gemacht. Ja. War extrem viel. Und wo der Film anfing und gerade auch so dieser, das ist so ein klamaukiger Anfang auch am Anfang. Und am Anfang war der von der Stimmung her so irgendwie so ein bisschen weder Fisch noch Fleisch. Also bevor die Kinder da sind so. Und da habe ich noch gedacht, was kommt da jetzt? Ne? Also das war irgendwie so ein bisschen halbgar. Und erst dann, als die Kinder auch da sind und als das wirklich so ein bisschen Drive gewinnt, das Ganze, da hat es mir dann richtig Spaß gemacht, der Film. Und war auch durchaus sehr gut dargestellt. Ich meine, ich kann nur aus eigener Erfahrung hier auch sprechen. Ne? ja. Also da waren so Szenen drin, teilweise auch so Kleinigkeiten, wo man denkt, ja, genau. Also sehr gut beobachtet, ne? Und das hier so reingebracht, ja. Angefangen von irgendwas nicht essen wollen bis hin zu irgendwelchen, was weiß ich, du hast das Zimmer aufgeräumt von der Tochter und irgendwie 5 Minuten später liegen wieder irgendwelche Klamotten rum, wo du fragst, was hat die? Die hat doch selber an, wo kommen die her? ziemlich guter Film. Gerade auch so schön für die Weihnachtszeit hier. Ich gucke jetzt gerade mal, wann der überhaupt regulär eigentlich startet. Am 31.01. Naja, gut, Silvester. Ja, ist die Weihnachtszeit, ist vielleicht noch so ein bisschen Weihnachtsstimmung drin. Und da bietet er sich eigentlich an, dass man den mal gucken kann in dem Kino seiner Wahl. Seines geringsten Misstrauens. Ja. Ist jetzt nicht ganz, nicht so wahnsinnig lustig mit so ganz vielen Schenkelklopfern, sondern hat so einen angenehmen Leichtigkeit, so einen Humor, auch durchaus ein bisschen Drama drin, ein bisschen. Ja, Herzschmerz und ein bisschen Rührung und eigentlich alles Mögliche dabei. Ein schönes Gesamtpaket, fand ich. Aber halt nicht überzogen und das ist das Wichtige. Aber auch so, dass es, dass man sich es auch durchaus gerne anguckt im Kino oder so. Jetzt nicht zu sehr an der Realität wie irgendwelche anderen Sachen, sondern auch so ein bisschen durchaus fürs Kino halt auch aufbereitet und gemacht. Fand ich sehr, sehr gut. Kann man sich durchaus mal angucken. Habe ich auch hier schon diverse Male weiterempfohlen. Weiß nicht, ob ich da in unserer Gruppe schon geklickt habe, dass ich diesen Film weiterempfehle auch. Ich empfehle den nämlich auch weiter. Nicht nur du. Ja, wo sind wir denn? Oh, hier sind eine riesengroße News, hier die nächste Sneak. Gleich zweimal. Einmal als Ankündigung. Ah, okay. Genau. Dann habe ich den schon weiterempfohlen. Ach nee, das ist der Tipp. Nee, ich muss noch klicken. So, ich empfehle den jetzt weiter. So, gefällt mir. Ja, und ich habe... live dabei, ich habe es gesehen. Ist aufgeploppt. Oh. 7 Punkte habe ich dem Film gegeben. Und das finde ich auch okay. Bin ich bei dir. Ja. Habe ich auch 7 Punkte. Ich gebe ihm 8. Ja, gut. Ja. Spalter. Liegt ja doch nah bei Sam. Immer auf die Katie. Aber ich habe gehört, dass der auch in einigen anderen Sneaks lief. Da bin ich dann mal gespannt, wenn da von denen... die Kritiken dann eintrudeln, wie der dort so aufgenommen wurde in anderen Sneak Previews. Der scheint da gerade so ein bisschen eine Runde zu machen. Aber ich denke mal, wird relativ ähnlich dann. Ich scroll gerade bei Movie Pilot durch. Die haben auch alle so zwischen 5 und 7,5 Punkten gegeben. Ja. Cool. Ja. Also, schöne Sneak.
haben nicht mehr viele die Gelegenheit, denen das Sneak Preview zu sehen, wenn der übermorgen anläuft oder übermorgen besser gesagt. Aber ich drücke die Daumen und ansonsten kann man den so mal anschauen. Wie schauen denn die Sneak-Tipps für die nächste Sneak aus, die ja bei uns erst am 7.1. stattfindet, weil bei uns ist ja immer montags Sneak Preview eigentlich und jetzt am Montag ist ja da irgendwie so ein unbedeutender Jahreswechsel, wo wahrscheinlich... Ja, verstehe ich auch nicht. Ich verstehe nicht, warum sich da das Kino diese riesigen Einnahmen entgehen lässt von den vielen Leuten, die da ins Kino strömen immer an dem Silvesterabend und nicht zu Hause feiern. Ja, also 7.1., das heißt natürlich auch für euch, liebe Hörer, sofern wir jetzt nicht irgendwie was ganz, ganz Tolles anderes im Kino sehen oder irgendwie im Heimkino, dann wird es wahrscheinlich nächste Woche erstmal keine Sendung geben, weil das ja immer so unser Hauptthema ist, die Sneak Preview. Ja, wie lautet da der Tipp, Chris? Tipp für die Sneak 982 der Innenstadtkinos Stuttgart am 7.1. ist klassisches Fotografieren. Oh. Und Kate, schon was da an Antworten? Ja, also nachdem ich nehme mal den Tipp von Hannes raus, weil ich nicht keine Ahnung habe, was das bedeuten soll, gibt es genau einen Tipp und der heißt Polaroid. Ach ja, jetzt sehe ich das auch. Das frage ich mich auch, was der da... Das ist so eine Piccolo-App. Das ist so ein Dings, was automatisch Antworten generiert und das total lustig ist. Kann man also löschen. Oh, ich habe mich so kaputt gelacht bei der Antwort. Das ist ja so lustig. Ja. Ganz seltsam. Okay, gut, also gibt es einen Tipp. Und Polaroid ist, soweit ich das mitgekriegt habe, ein Horrorfilm. Oh, okay. Das heißt, wir könnten vielleicht mit einem Horrorfilm starten. Okay. Das wäre nice. Gibt es denn noch irgendwas anderes, was da... Wir haben ja noch ein bisschen Zeit mit den Tippen. Da vielleicht fällt uns ja irgendwas... Also klassisches Fotografieren. Ich weiß nicht, ob Polaroid nur so richtig klassisches Fotografieren... Also klassisches Fotografieren für mich als Fotobegeisterten ist es ja eher auf Film fotografieren. Das wäre für mich klassisches Fotografieren. Ja, oder auf diese Dinger, die oder da... Oder in Schwarz-Weiß. Oder Schwarz-Weiß. Vielleicht kommt ein Schwarz-Weiß-Film, ja. Aber das ist ja eher Fotografieren, aber das heißt ein klassischer Film. Na, vielleicht fällt uns noch irgendwas ein. Falls ihr, liebe Hörer, da jetzt gerade eine Idee habt, sagt, Mensch, ey, da hatte ich letztens von einem Film gehört, der könnte da ideal passen auf den Tipp, dann sucht mal auf Facebook nach der Metropol-Sneak, in einem Wort, Metropol-Sneak-Gruppe. Und werdet da Mitglied, das kostet auch nichts. Dauert bloß ein bisschen, bis wir das freigeschaltet haben. Manchmal geht es ganz schnell. Und schreibt dann. Also normalerweise haben wir es maximal innerhalb von einer Viertelstunde ist eigentlich freigeschaltet. Höchstens mitten in der Nacht. Ja. Kriegt ja immer so, jetzt melden sich alle mitten in der Nacht an extra. Ich kriege immer so eine Push-Meldung, drücke ich immer gleich dann. Ja, eben. Denke ich mir immer, die Leute freuen sich da, wenn sie möglichst schnell da mitmachen können. Eben. Ja, naja, gut. Das war also der Tipp für den 7.1., wo dann die nächste Sneak Preview ist. Und wir haben so noch ein paar Filme geschaut. Und was ist denn jetzt so der aktuellste? Ich glaube, das ist eigentlich Bird Box, oder? Ja. Ist ja quasi fast ein Kinofilm, bloß dass er halt auf Netflix neu erschienen ist. Ja, Kate, worum ging's? Bird Box ist ein Film, der fängt an sich ganz normal an. Eine junge Frau ist schwanger und ist sich noch nicht so ganz sicher, ob sie das überhaupt will. Und sie ist mit ihrer Schwester zusammen bei einem Untersuchungstermin und sie hat schon so ein bisschen in den Nachrichten gehört, dass in Europa und so irgendwas Komisches passiert. Die Leute fangen an, sich umzubringen selber, also Selbstmord zu begehen. Und es ist alles ein bisschen seltsam. Keiner weiß genau, was das bedeutet. Und sie fährt mit ihrer Schwester von diesem Termin zurück. Und sie fängt an zu merken, dass dieses Phänomen, was sie eben im Fernsehen schon gesehen hat, jetzt auch bei ihr angekommen ist, in der Stadt, in der sie wohnt. Und die Menschen, die sehen irgendwas und bringen sich dann um. Also, und das passiert einfach so im Laufe des Tages. Fangen halt alle an, sich umzubringen. Und dabei ist es, sobald man in einen Raum reingeht und irgendwie die Fenster und so verdunkelt und so, und dieses Geschöpf oder diese Präsenz oder was weiß ich, was die Leute da sehen, nicht sieht, passiert auch nichts. Und so flüchtet sie in ein Haus mit noch lauter anderen Fremden, die sie nicht kennt, und die verbarrikadieren sich da. Und und dann gibt es aber auch immer wieder so einen Zeitsprung in die Zukunft, wo sie mit zwei
Kindern auf einem Boot sitzt und den Fluss runterfährt. Und die Kinder sind die fünf vielleicht, drei, vier, fünf wahrscheinlich, vier oder fünf. Und wie sie da versucht zu überleben. Und sie haben halt immer diese Augenbinden auf. Und sie dürfen nicht gucken, also sie dürfen nicht hinschauen. Und wenn sie irgendwas erkunden, wenn sie irgendwo an den Rand fahren, dann spannt sie eine Schnur von ihrem Boot, damit sie auch den Rückweg wieder findet und dann immer der Schnur entlang laufen kann. So, das ist so das Grundthema. Also es ist irgendwas da draußen, was man nicht angucken darf. Das Ganze hat mich ein bisschen erinnert an The Happening und an den Plot von A Quiet Place, obwohl ich den Film nicht gesehen habe. Den habt ihr gesehen? What? Yeah. Er musste mal nachholen, es war der beste Film. Ja, ich weiß, ich muss den nachholen, aber den gibt's noch nirgends. Ach so. Okay, ist genehmigt. Den will ich auf jeden Fall gucken. Ja, aber also wie gesagt, das hat mich so ein bisschen erinnert daran. Das ist so eine Mischung. Weil die halt wirklich, ja, und das ist halt auch immer die Frage, also sie ist ja schwanger und sie ist auch in dem Haus, da ist noch eine Schwangere mit dabei. Und die Frage ist dann auch zum Schluss, ist auch immer wieder, diese Kinder, die sie da bei sich hat, sind das die beiden Kinder? Sind das irgendwelche Kinder? Die haben nämlich keine Namen. Sie nennt sie nur Junge und Mädchen. Also sie hat sich auch von dieser, also distanziert. Sie passt auf sie auf, aber sie ist keine Mutter in dem Sinne, ne? Und das fragt man sich dann auch über den Film hinweg, wie ist da das Verhältnis? Ja? Ist eins davon ihr Kind oder was ist passiert? Ne? Und das wird halt immer wieder, immer weiter erklärt. Ja. Darf ich da ein paar Sachen hinzufügen? Selbstverständlich. Ich würde sagen, der Film spielt in der Zeit, in der übrigens Sandra Bullock als Hauptdarstellerin und ja, stimmt, John Malkovich zum Beispiel mit dabei. Regie hat übrigens Susanne Bier geführt, die ja auch schon Oscar nominiert war. Bitte? Ja. Und ich glaube, das spielt in der Zeit, in der sie sich auf den Weg macht, jetzt kommt das nächste Amazon-Paket, der sich auf den Weg macht, mit dem Boot da diesen Fluss entlang zu fahren, wo sie ganz am Anfang der ersten Szene die Meldung gehört hat, dass da irgendwo noch ein Lager ist von Menschen, die es irgendwie geschafft haben. Und dann wird der Rest eigentlich in Rückblenden erzählt. Also der Film blendet nicht vor. Meinst du, es ist so rum? Also ich habe es andersrum wahrgenommen. Okay, ja, okay. Genau, also der... Weil halt die Rückblenden präsenter sind. Ja, ja. Also die kommen ja viel öfter vor, als dass sie auf dem Fluss ist. Ja, aber so wird halt quasi der Film halt so erzählt. Ne? Okay. Also die eigentliche Geschichte ist ja die, das, was sich vorwärts bewegt, ist ja das, wo sie auf dem Fluss eben ist mit den okay. Kindern. Ja, verstehe. So habe ich es gedacht. Dann habe ich es falsch erzählt. Ja, nee, ist ja kein Ding. Kein Ding. ja, und das auch mit Happening und Quiet Place, ist, genau das wollte ich eigentlich auch sagen. Also es war wirklich... Weil bei The Happening war ja auch irgendwas Diffuses, was da irgendwie die Welt kaputt gemacht hat. Was war bei The Happening? Was durfte man da nicht atmen oder irgendwas einatmen? Da ist irgendwie so eine, immer wenn so ein Wind kam, Art Wind kam, hat man, und man den eingeatmet hat, dann ist man, hat man sich umgebracht. Aber das war halt auch was Unsichtbares, was nicht Greifbares. Man musste immer so ein bisschen drauf achten, kommt jetzt gerade ein Wind auf oder nicht. Also hier, wie bei The Rain, der Regen und so. Die Geschichte hier von Bird Box hat natürlich einige Fehler also drin. Also die haben zum Beispiel die ganze Zeit elektrischen Strom, wo man sich fragt, okay, wer generiert den, ja. Auch so, das spielt sich ja dann über Jahre hinweg ab, weil die Kinder werden ja dann schon groß, die sind dann schon 5, 6 Jahre und irgendwie in dem Haus ist immer noch irgendwie Strom da und wo sie irgendwie Radio und wo können sie das Funkgerät die ganze Zeit aufladen und so. Das hat Quiet Place auf jeden Fall wesentlich besser gemacht, solche technischen Gimmicks, wie geht man bei einer Zombie-Apokalypse oder keine Ahnung, wie geht man da damit um, was passiert mit der Technik, wie kann man die am Leben halten, was kann man am Leben halten, was funktioniert dann eben nicht mehr, wenn Mobilfunkmasten ausfallen, wenn irgendwas anderes ausfällt. Aber sonst, ich fand den erstaunlich spannend hier. Ich mag ja auch Sandra Bullock und auch so die Geschichten und dann kommen ja manchmal irgendwie nach ewiger Zeit kommen ja bei denen im Haus noch Leute an, wo man sich fragt, hey, wo kommen die jetzt her und so, wie haben die das geschafft? Und
dann eskaliert ja die Lage auch manchmal, wenn sie da irgendjemand Falsches reinlassen und so. Das fand ich schon extrem gut gemacht. Also für so ein Netflix-Ding hier, einfach mal so erschienen hier vor ein paar Tagen, glaube ich. Und ich weiß nicht, hätte ich auch gerne in das Sneak vielleicht geguckt. Da hat Kino auf große Leinwand. Ja. Also ich fand auch dafür, dass man halt auch Parallelen sieht zu anderen Filmen, okay. Aber ganz ehrlich, wo hat man das heutzutage nicht mehr? Nenn mir einen Film, der überhaupt gar nichts mit irgendeinem anderen Film gemeinsam hat. Das ist ganz schwer, da was zu finden. Deswegen verzeihe ich ihm das. Es ist eine andere Art von Film. Ich fand ihn einen Tick zu lang, aber trotz allem sehr spannend. Und also mir hat er sehr gut gefallen. Chris ist eingeschlafen, soweit ich weiß. Der hat irgendwie gepennt. Aber er war auch müde an dem Tag. Ja, also von daher. Ich fand den einfach spannend und ich mag Sandra Bullock. Ich mag ihre Art. Ja? Also auch wie sie spielt, also auch wie sie diesen Überlebenskampf gespielt hat mit diesem Junge und Mädchen. Und du bist Junge und Mädchen. Ich gebe euch keine Namen, weil ich muss auf euch aufpassen. Und wenn ich mich an euch binde, dann bin ich traurig, wenn ihr weg seid. Ja, also ich glaube, dass sie versucht hat, diese Distanz zwischen den Kindern zu wahren, damit sie nicht zerbricht, wenn eins davon das Viech sieht und sich umbringt. Ja, ja oder was auch immer da sieht. Ja, ich weiß ja nicht. Es ist halt auch schön, dass das so diffus gehalten wird. Ja. Wir wollen auch mal nicht zu viel voran. Ich finde, dieser Bird Box, also The Happening fand ich ja total schlecht. Und The Quiet Place fand ich extrem gut. Und der Bird Box, der reiht sich irgendwie so dazwischen ein, aber näher dran an Quiet Place als an diesem Happening. Er hat schon durchaus, was ich halt so mag bei solchen Filmen, wenn so wirklich irgendwo was, so diese Apokalypse passiert ist und nichts mehr da ist, was ich dann so gern mag, wenn die dann wirklich irgendwie sich bewegen können, wie bei Walking Dead oder so, irgendwo so irgendwelche Städte, verfallene Städte rein und die looten können und da einfach durchgehen. Aber hier war es halt immer so, dass sie ihre Augenbinden da jedes Mal, wenn sie draußen waren, das hat halt so ein bisschen diesen ja, ich gucke mich jetzt mal um, wie das jetzt hier aussieht und so, das fehlte halt alles, ne? Für mich jetzt. Und auch dieser, ja, da waren halt auch so ein paar, ja, wo ich dachte, oh, das hätte ich jetzt auch nicht gemacht, so unbedingt, was die da so machen, teilweise. Ja. Und Chris, wieder da? was für eine überraschende Frage. Ja, völlig überraschend die Frage. Nein, die Antwort ist wahrscheinlich eher überraschend, weil ich musste mich erkundigen, wie der Film ausging. Weil ich tatsächlich zwischendurch eingeschlafen bin. Also ich fand ihn jetzt nicht so berauschend, dass ich wach geblieben bin. Ich bin tatsächlich auf der Couch einfach weggenickt. Habe aber nichts von den Erzählungen her nicht das Gefühl gehabt, dass mir hinten raus was fehlt. Und insgesamt, ja, die Stimmung war so, und alles so war so, deswegen, Bis wohin hast du es denn ungefähr geguckt? Keine Ahnung. Die saßen also noch da. Die waren auf er ist relativ unterwegs. Früh eingeschlafen. Nee, weil da ich fand ihn ganz gut. Also ich ordne den, ich habe schon gesagt, es gab ja so The Happening, der so ein bisschen ähnlich war, den fand ich ja ganz schlecht. Und The Quiet Place, der auch so ein bisschen ähnlich war, den fand ich ja sehr, sehr gut. Und ich fand den jetzt hier, der orientiert sich eher so in Richtung Quiet Place. Also ich fand den schon mit ziemlich gut eigentlich. Jetzt nicht perfekt und nicht so gut wie Quiet Place, aber durchaus auch sehr spannend und gerade wie das dann gemacht ist, wo sie dann auf andere treffen und so, will man nicht so viel verraten. Ja, also vielleicht gönnst ihm noch mal einen Blick. So. Ja. Oder auch nicht. Gibt ja andere Filme. Ja, also Bird Box, wenn ich jetzt Punkte geben müsste, mal überlegen, ich würde 7 Punkte schon geben. Ja, ich bin da dabei. 7 Punkte, ja. Okay. 5. Weiß nicht, ob man das nicht. Hier zählt es nicht. Du bist ungefähr nach einer Viertelstunde eingepennt. Doch, das zählt. Und der Film geht 2 Stunden. Ich hab's Ende ja mir nacherzählen lassen. Ich bin ja zwischendurch auch aufgewacht, aber es hat mich auch nicht wach gehalten. Du kannst ihm noch nicht das Ende verraten, Kate. Hab ich ihm noch nicht. Naja, ein bisschen. Also, gut, dann machen wir weiter. Das mit der Atomexplosion hat mich echt überrascht. Genau. Und dass dann so Wesen aus dem Wasser, die so fischähnlich sind, mit den Frauen schlafen und so. Ja, genau.
Und das alles bei Mark Wahlberg zu Hause. So. Ja. Ich habe auch noch einen Film geschaut gehabt, nämlich von Drew Goddard, der ja auch bei Buffy ein bisschen was gemacht hat. Cabin in the Woods dürfte bekannt sein, hat mir in der Sneak. Und der hat ja einen neuen Film gemacht letztes Jahr, der auf dem Fantasy Filmfest lief, der mich da schon interessiert hatte. Und da hatte ich es aber nicht geschafft und auch als der im Kino lief nicht. Der Film heißt Bad Times at El Royale. Und es seien mal alle gewarnt, die sich mit dem Film beschäftigen wollen. Der geht 141 Minuten, ist also doch ein ganz schöner Brocken. Ich finde aber, der lohnt sich und ich erzähle gleich, warum. Bad Times at El Royale hat das Hotel El Royale so ein bisschen als Hauptort für die ganze Aktion und für die ganze Geschichte, die da stattfindet. Und dieses heruntergekommene Hotel liegt so mitten im Nirgendwo und liegt genau auf der Grenze zwischen zwei Bundesstaaten. Jetzt habe ich gerade vergessen, welche das sind. Auf jeden Fall geht da so eine Grenze mitten durch das Hotel, was das Ganze auch so ein bisschen interessanter macht. Also man hat die Möglichkeit, entweder in Kalifornien, genau, Kalifornien war es, und ich glaube Nevada war das andere, wenn ich mich recht erinnere, im kalifornischen Teil oder im Nevada-Teil zu übernachten. Da geht halt so eine rote Linie mitten durchs Hotel. Und der ganze Film ist so ein bisschen episodenhaft erzählt und erinnert nicht nur von der Schriftart, die verwendet wird, sondern auch von der Art, wie es erzählt ist, ein bisschen an Pulp Fiction. Hat auch fast so die Spielzeit von Pulp Fiction. Das heißt, es werden so einzelne Storys erzählt. Die Personen, die gleichzeitig einchecken in dem Hotel, sind ja in verschiedenen Räumen. Und dann wird so episodenhaft erzählt, was die Personen, die in dem jeweiligen Raum sind, für eine Vorgeschichte haben und was sie so an Ballast mitbringen, sei es nun seelischen Ballast oder was die eben erlebt haben, beziehungsweise was sie sich davon erhoffen, dort in diesem Hotel zu sein. Und diese ganzen Geschichten werden dann auch in der letzten Sequenz, wie ähnlich Pulp Fiction, hatte ich ja schon erwähnt, auch zusammengeführt. Ist jetzt also nicht dann irgendwie so, dass alles irgendwie total lose vor sich hin wabert, sondern das wird dann relativ in einer guten Szene zusammengeführt. Ich will es mal nicht zu sehr verraten. Hauptrollen spielen hier zum Beispiel Jeff Bridges, der meines Erachtens hierfür also mindestens eine Oscar-Nominierung verdient hat für seine Rolle. Dakota Johnson spielt mit, auch eine ziemlich coole Rolle. John Hamm, Chris Hemsworth spielt mit. Und die anderen kennt man auch eigentlich aus irgendwelchen Filmen, teilweise irgendwelche coolen Nebenfiguren. Dann, ich überlege gerade, wie viel ich überhaupt erzählen kann. Ich werde mal keine einzige von diesen Vorgeschichten werde ich mal erzählen, weil die sind alle irgendwie total interessant und gut gemacht. Und dadurch, dass die dann auch alle irgendwie zusammen eine Interferenz haben und sich irgendwie überlappen und miteinander interagieren, die einzelnen Personen und Geschichten und Räume. Will ich mal wirklich gar nichts verraten, weil wenn irgendjemand vielleicht schon irgendwie einen anderen Teil gehört hat, der kann sich dann vielleicht schon denken, was da passiert. Ich fand auf jeden Fall, der Film hatte eine extrem gute Stimmung, war sehr, sehr gut gedreht. Also die Regiearbeit, die Kameraarbeit, die Farben, das Ganze spielt so in den, ich weiß gar nicht, in welchem Zeitalter, irgendwo so, ich glaube Anfang der 70er Jahre, würde ich mal sagen, von der ganzen Musik her, ist alles so Neo-Noir-Style, irgendwie so dieses Ganze mit Neon und mit, irgendwie auch noch die Referenzen, die gebracht werden, die Musik, die läuft, der Soundtrack ist auch irgendwie großartig, der da verwendet wird. Und okay, ein was werde ich mal ein bisschen voran, weil das relativ am Anfang gleich die erste Szene ist. Da erfahren wir nämlich, dass in dem Hotel, dass die ganzen Räume, die haben alle so einen Spiegel und da gibt es hinten so einen Gang, wo man dann quasi durch die einzelnen Spiegel auch durchschauen kann. Und da gibt es dann halt auch einige Themen, die damit zusammenhängen, was da beobachtet wurde. Und auch der Portier, der dort arbeitet, der hat auch eine ziemlich heftige Geschichte. Und das wurde alles so peu à peu erzählt. Und ich dachte erst, nachdem ich auch so einige Filmkritiken damals gehört hatte, als der auf den Festivals lief, dachte ich, das ist bestimmt ein total sperriger, schwieriger Film. Nee, fand ich gar nicht. Ich fand es ein extrem runder Film, der gut erzählt ist, der mich die ganze Zeit richtig
begeistert hat aufgrund der Spielfreude der Darsteller, wie sie es darstellen. Die Regie ist super gemacht. Also Drew Goddard, wie gesagt, Cabin in the Woods. Es ist hier nicht ganz so ein heftiges Ende wie bei Cabin in the Woods. Das war ja dann völlig so eine völlige Überraschung, was da kam. So ist es hier nicht, aber es ist auch extrem gut gemacht. Und ich kann den Film wirklich nur jedem empfehlen, der sich nicht davor scheut, hier fast 3 Stunden oder na gut 140 Minuten, also 2,5 Stunden, sich da mal diesen Film anzuschauen. Ihr habt noch was geschaut auf Sky? Ja, genau. Wir haben jetzt nachgeholt, weil es jetzt auf Sky gibt es ja diesen Sender mit Best of 2018. Und da lief dann jetzt abends auch 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Den gibt es auch zum Abruf auf Sky. Wir haben ihn abgerufen direkt und haben den gemeinsam angeschaut. Ist ja mittlerweile bekannt. Du hast ihn ja auch schon besprochen, Erik. Ich habe noch mal mitgeguckt. Ja, sehr gut. Ohne kurz, um was es geht. Die Schauspielernamen habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Da musst du mir dann aushelfen, Trint. Kann ich dir helfen? Gut. Oder so. Kurzer Plot ist, es geht um eine kleine Stadt namens Ebbing, die eben außerhalb von Missouri liegt. Und dort stehen 3 so Billboards an einer Straße. Und an diesem Straßenrand und bei diesen Billboards wurde eine junge Frau überfallen, ermordet, sexuell missbraucht und abgefackelt. Und keiner weiß, wer das war. Also die Mutter ist verzweifelt. Sie will unbedingt, dass die Polizei hier sich mehr engagiert und DNA-Proben macht im ganzen Land am besten. Und sie ist wirklich so, das ist eine knallharte Frau. Okay, und die tut alles dafür, dass das aufgeklärt ist, was mit ihrer Tochter passiert ist. Und so mietet sie diese 3 Billboards und lässt auf jede Tafel einen Text schreiben, der dann quasi eine Frage auch ergibt zum Schluss. Und die stehen dann da und sind halt das Gesprächsthema Nummer 1, ne, in der ganzen Stadt. Und sie macht sich damit nicht nur Freunde, sondern auch Feinde, legt sich mit dem Polizeirevier an. Und auch das Polizeirevier sind auch nicht alle ganz astrein, die dort arbeiten. Und spielt auch zu der Zeit, wo Rassendiskriminierung noch ganz großes Thema war. Da ist auch einer dabei, der hat total den Schlag weg. Der dann auch, Sam Rockwell, also, oder? Dieser eine Polizist, Dixie oder wie der heißt. Wunderbare Rolle. Ja, also unglaublich gut gespielt, auch von der Entwicklung dieser Rolle und dieses Charakters unfassbar gut, aber am Anfang hat er halt mega die Klatsche und fühlt sich da irgendwie persönlich angegriffen. Ich habe zwischenzeitlich so gedacht, er war's, er hat das Mädchen überfallen und getötet. Und ja, es geht halt um diese Geschichte, um die Geschichte dieser 3 Billboards, um die Geschichte dieser Frau, die ihre Tochter verloren hat und um eine Polizei, die arbeitet, aber teilweise auch nicht weiterkommt. Ne? Unglaublich gut, wirklich. Also es ist jeder Oscar war verdient, muss ich sagen. Unfassbar gut. Ich kann gar nicht so viel zu sagen, außer dass man ihn unbedingt angucken muss. Ich fand den richtig, richtig toll, den Film. Weil er einfach mit relativ wenig so viel schafft. Und die Frau, diesen Kampfgeist und dieser unendliche Wille, rauszufinden, was mit ihrer Tochter passiert ist, das ist der Wahnsinn. Also sie schreckt vor nichts zurück, also vor fast nichts. Ja? Und das ist unglaublich gut. Und auch gespielt, der Wahnsinn. Ja, und jetzt, wo du den gesehen hast, dieser Film, wo der Fisch die Frau bumst, da, der hat besten Film gewonnen. Und es ist unfassbar, kann ich nicht nachvollziehen, wie Shape in the Water besser sein soll wie 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja. Wirklich, also ich krieg da wirklich eine Wut gerade, weil das ist unglaublich. Also es war ja so ziemlich, also fast jeder andere nominierte Film war besser
ja, als der gewonnen, ja, hat, fand ich. Also Get Out, Dünkirchen, ja, Call Me By Your Name, Lady Bird. Ja. Und dann gewinnt ausgerechnet Shape of Water. Ich habe ja Three Billboards jetzt auch auf diesem Sender jetzt nochmal geguckt gehabt, um noch ein paar Namen hier reinzuwerfen. Frances McDormand, die hat auch einen Oscar gewonnen, und Sam Rockwell ja auch. Habe ich mich auch sehr gefreut, als die beiden das gewonnen hatten, zu Recht. Und Woody Harrelson spielt das auch großartig als Polizeichef, mhm, der ja, das wollte auch ich gerade einwerfen, ja, eine Nebengeschichte hat, die wir vielleicht nicht verraten wollen, was, nee, dann mit ihm so passiert. Ja, Chris, der Sam Rockwell liest ja auch einen Comic, ne? Also, oder? Da war doch mal eine Szene, wenn ich mich recht erinnere. Hast du da irgendwas erkannt? Vielleicht hier, boah, irgendwelches Nerdwissen? Dann? Nee. Nee, tut mir gerade, okay, gerade raus. Du fandst gut, du bist aber nicht eingeschlafen, jetzt wie bei dem anderen, nee, Film, der auch gut war. Ich fand ihn wirklich auch ganz cool, ganz ansprechend. Also war gut erzählt, einfach auch schauspielerisch war es top. Ich meine, der Plot, den kannst du ja eigentlich zusammenfassen, auch wieder, ja, auf einem Bierdeckel. Ja. Also ein bisschen überspitzt gesagt kann man das. Nur es hat einfach durchaus Sinn ergeben, alles das Ganze drumherum und so. Und wie es aufgebaut war, und deswegen, es hat doch sehr Spaß gemacht eigentlich. Also so traurig und hart die Geschichte ist, es war wirklich, ist ein cooler Film. Die 2 Stunden gingen auch relativ schnell rum, also schneller als gedacht. Ich kann den auch echt nur empfehlen, mal anzugucken. Lohnt sich auf jeden Fall. Lebt auch sehr stark von diesen, oder eigentlich fast ausschließlich von den ganzen Nebengeschichten in diesem Ort. Weil, wie du schon sagtest, die Hauptgeschichte, die ist ja relativ schnell erzählt und geht auch relativ wenig voran in der ganzen Zeit. Also es gibt dann ein bisschen mal so Ermittlungen in die eine oder in die andere Richtung, und dann gibt es mal so kleine, dass man ein bisschen vorwärts geht, aber diese ganzen Nebengeschichten, wie zum Beispiel hier mit dem kleinen Typen da aus Game of Thrones oder so, oder mit den Polizeirevier und wie sie sich dann noch, und was ich auch großartig fand, die Mutter von der Sam Rockwell-Rolle, das ist, die spielt auch manchmal in meiner Lieblings-Comedy-Serie It's Always Sunny in Philadelphia mit. Da spielt die auch so eine völlig abgefuckte Mutter von so einer, von dieser einen Clique da, so völlig white trash. Und genau so spielt die es hier auch. Aber hier spielt sie es noch ein bisschen irgendwie so leicht liebenswert. Während bei Sunny, da spielt sie eher so richtig abgefuckt und mies. Ne? Ja, die ist auch irgendwie großartig. Die kam mir auch sofort bekannt vor. Ich muss gerade mal gucken, wo ich die her kann. Aber das ist auch so eine totale Charakterschauspielerin. Echt? Die hat nicht immer die Riesenrollen, aber die hat, wenn sie eine Rolle hat, dann immer diese, ja, wie du sagst, diese abgefuckten Rollen. Ich guck mal kurz, wie die heißt, weil ich kenne die. Ich kenne die auch irgendwo her. Ich kenne die nirgendwo anders her. Also ich kenne die nur aus der Serie. Und ja. Auf jeden Fall, der Regisseur hat ja auch zum Beispiel noch 7 Psychos gemacht. Den hatten wir auch mal in der Sneak. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das schon in Stuttgart war oder noch in Gera damals. Also den hatten wir auf jeden Fall. Ich kann mich auch an dieses Sneak erinnern. Okay. Ja, ja. Ja, weiß ich nicht, wie das zeitlich, wann waren 7 Psychos? Nee, 2012 war das ja. Nee, dann habe ich den schon in Stuttgart gesehen. Und Brücke sehen und sterben. Den habe ich auf jeden Fall in Gera gesehen. Das weiß ich noch. Ja, also auch ziemlich gute Filme, und ja, ich finde ihn immer noch genial. Also den 3 Billboards, und das finde ich so eine Schande, dass der nicht bester Film geworden ist. Entschuldigung, die hat die Großmutter bei Napoleon Dynamite gespielt. Okay. Und spielt bei Ray Donovan mit. Die Ray gute Donovan. Sandy Martin heißt sie. Gucke ich nicht, Ray Donovan. Sandy Martin. Sandy. Bei Will and Grace hat sie damals mitgespielt. Nein, ich kenne die. Das ist immer wieder, aber immer wieder so komische, verrückte Rollen. Geboren in Philadelphia. Na, kein Wunder, dass er bei Sunny mitspielt. Ja, hier steht es auch. Oh, 2006 bis 2018. Ja, die neue Staffel habe ich noch nicht geguckt von Sunny. Ja. großartige Serie. Kann ich nicht wäre ich nicht müde, die zu promoten und zu pushen. Also für mich, das war ja dieses Jahr sowieso mein Oscar-Favorit. Also das wäre mein Lieblings-Oscar-Film gewesen, aber ja, wir wissen ja alle, wie es ausgegangen ist. Wie sieht es bei euch so punktemäßig aus? Bei 3 Billboards? 9. 7,5 bis 8. Also ich würde da eher 8 sagen. Sag mal 8, der Fairness halber. Hab vorhin vergessen, für Bad Times at El Royale gebe ich 9. Fand ich echt gut.
Okay, dann werfen wir einen Blick in die Richtung Trailer und News, was es da so gibt. Hier hatte ich einen Trailer mal verlinkt, wo ich dachte, der könnte euch interessieren. Nämlich die neue Netflix-Serie Titans. Die basiert ja auf einem DC-Comic oder ist ein DC-Universe oder gibt es da einen Comic? Vielleicht könnt ihr mich aufklären da. Vielleicht weiß das jemand von euch oder... Nächste Frage. Nee, wisst ihr nicht, okay. Aber also ich habe den Trailer gesehen, aber ja. Es muss DC sein, weil es kommt Robin vor. Ja, es ist auf jeden Fall das DC-Universe, aber ob es da jetzt eine spezielle Geschichte gibt, die da zugrunde liegt oder ob sie einfach nur die Figuren genommen haben und irgendwie zusammengewürfelt haben. Na, es basiert wohl auf Teen Titans. Teen Titans? Okay, und was hat Robin das da? Das kenne ich wiederum. Teen Titans gibt es als Animationsserie auch. Aber was hat da Robin zu tun damit? Von weiß ich nicht. Wissen wir nicht. Keine Ahnung. Ganz sicheres daran gerade. Aber der Trailer sieht jetzt nicht so schlecht aus. Also von dem her. Das meine ich nämlich auch. Der Trailer sieht nicht so schlecht aus, fand ich. Obwohl das ein bisschen, ich hatte ein bisschen Angst, dass das so ein bisschen kindgerecht gemacht ist vielleicht hier, weil das hier so Teenie-Serie und sowas. Ne? Und, aber der sieht eigentlich ganz okay aus, fand ich. War ich ein bisschen überrascht. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte erst, oh ja, mal gucken hier und dann kann man den mal verreisen. Aber nein. Ey, wenn eine Serie ist, wo Robin mitspielt. Wobei ich mich letztens gefragt habe, ich habe letztens wieder auf TNT ist das, glaube ich, ne, wo diese alten Batman-Sachen kommen. Batman-Sachen. Genau. Da ist ja Batman und Robin. Da sieht man häufig Szenen, wo Batman und Robin im Labor sind, also in ihrem Batcave und irgendwas machen und beide haben diese Augenbinden. Weiß dann Batman, dass Robin in Wirklichkeit Robin ist und weiß Robin, dass Batman wirklich, wenn die Masken aufhaben? Oder warum haben die auf? Keine, habe ich mich gefragt, aber ja. Ist ja DC. Ne? Ja. War meine Frage verständlich, oder? Ja. Ich habe auch ein paar Folgen von dieser alten Serie gesehen. Ich saß im Sofa und habe den Kopf geschüttelt, weil ich nicht mehr konnte. So, warum? Wieso? Das ist grausam. Ich finde die sehr lustig. Es ist sehr witzig, natürlich, ja. Aber aus einem anderen Standpunkt her finde ich das witzig. Also, ja, egal. Also Titans, werden wir auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, schätze ich. Weil wenn ich das bei weiß es ehrlich gesagt nicht. Du guckst doch alles, was bei Netflix da neu kommt. Das stimmt oder? Gar nicht. Alles, was da irgendwo kostenlos verfügbar ist. Das Netflix-Abo wird gleich geschaut, oder? Ich habe auch mal versucht, bei Marvels Runaways reinzugucken und das fand ich ganz furchtbar. Siehst du, hast du auch reingeguckt. Ja, das kam mal auf RTL 2 oder so. Ich habe auch hier auf der Kinocast Facebook-Seite habe ich auch mal das verlinkt, was demnächst auf Netflix neu erscheint. Also Staffel 3 von einer Reihe betrüblicher Ereignisse am 1. Habe Januar. Ich nie weitergeguckt. Lego Batman Movie am 6. Januar. Grimm Staffel 6 am 6. Januar. Und dann einer, der mich interessiert, Godzilla The Planet Eater am 9. Januar. keine Ahnung, was das ist, aber Godzilla ist drin und es wird irgendwas gefressen. Das klingt gut. und dann eben Titans am 11. Januar startet da. Star Trek Discovery startet ab dem 18. Januar. Immer freitags gibt es eine neue Folge. Also das ist, denke ich mal, gebongt bei mir. Ja, und für Filmfans zum Beispiel Guardians of the Galaxy, der zweite Teil, der zweite Film, kommt am 25. Januar auf Netflix. Ja, also wie gesagt, Titans ab 11. Januar. Ich werde da mal reingucken. Das ist ja dann mit dabei. Und nur mehr haben wir heute nicht an Trailern. Ich werfe mal einen Blick so in die Filmstarts und Charts, wie es da in Stuttgart aussieht. Kinocharts und Neustarts. Gott, war das jetzt laut. Was? Platz 10 ist Tabaluga, Platz 9, der Junge muss an die frische Luft. Habe ich heute gerade eine WhatsApp von einer Kollegin bekommen, die war da drin. Die hat mich gestern Abend gefragt, hier der und der und der Film, die laufen im Kino, was kannst du denn empfehlen? Sie ist nicht in den gegangen, den ich empfohlen habe, sondern in der Junge muss an die frische Luft, weil da ihre Bekannte da rein wollte. Und sie fand ihn großartig, also das sei mal erwähnt. Platz 8, Spider-Man A New Universe.
Platz 7 in Stuttgart. Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen, Platz 6, 100 Dinge. Platz 5, Mortal Engines, Krieg der Städte. Platz 4, der Grinch. Platz 3, Bumblebee. Platz 2, Aquaman. Und Platz 1, Mary Poppins Rückkehr hier in Stuttgart. Und jetzt am 3.1. starten folgende Filme in Stuttgart. Manaslu, Berg der Seelen, eine Mischung aus Biopic und Dokumentation über den Extrembergsteiger Hans Kammerlander, der sich einem persönlichen Trauma stellt, der Besteigung des Manaslu. Das ist wahrscheinlich ein Berg. Feuerwehrmann Sam plötzlich Filmheld. Ich glaube, da wäre ich mal wieder ins Kino müssen mit meinem Kleinen. Da war ich schon vorher in dem Achtung Außerirdische drin im Kino. Ja, mal sehen, ob wir das da irgendwie hinkriegen. Colette startet, der lief in einigen anderen Sneaks. Keira Knightley spielt Colette, eine Varieté-Künstlerin und eine Grande Dame der französischen Literatur, die mit ihren Texten den Frauen ihrer Zeit eine Stimme gab. Dann läuft noch an Die Frau des Nobelpreisträgers mit Glenn Close als talentierte Frau, die im Schatten ihres narzisstischen Ehemanns steht. Ein Nobelpreisträger, der von Jonathan Pryce gespielt wird. Und dann startet noch Ray, R-E-Y, avantgardistisches Porträt des französischen Abenteurers Aurélie Antoine de Tounon, der sich Mitte des 19. Jahrhunderts zum König von Patagonien erklärte. Habe ich noch nie davon gehört. Okay. Jo, das startet jetzt nicht allzu viel neu, aber es laufen ja noch einige Top-Filme weiter im Kino. Also ich denke da nur so an Bumblebee, den wir auch besprochen hatten. Ja, Aquaman. Da habe ich schon so Schlagzeilen gelesen. Aquaman macht Bumblebee nass. An der Kinokasse. Oh. Ja. Habe ich nur gelesen. Dafür kriegen Leute Geld für solche Aussagen. Oh. Ja. So ist es. Ich sehe gerade, sind ein paar Serien dazugekommen. Ja, dann, wenn hier immer während der Sendung noch Sachen eingetragen werden, ist etwas überraschend. Nein, das war alles vor der Sendung dann eingetragen. Das war vorher schon drin. Okay, dann. Ja. Serien. Obwohl, das Final Space stand der letzten schon bei dir drin, oder? Ja, aber das habe ich jetzt zu Ende geguckt. Okay. Okay. Ich möchte noch ganz kurz drauf eingehen. Ich habe es jetzt zu Ende geguckt und möchte ein erstes Fazit ziehen. Wenn ich darf. Ja, natürlich. Fang an. Und danke, dass du es erlaubst. The floor is yours. Okay. Ich finde, es ist eine sehr charmante Serie mit ganz Eigenheiten, aber es ist extrem viel geklaut aus anderen Sci-Fi-Sachen. Also wirklich extrem viel geklaut, teilweise. Und das gibt so in der B-Note Abzug. Ich werde es auf jeden Fall, da es ja ziemlich sicher weitergeht, weiter anschauen. Es ist eine nette Überbrückung bis zu der nächsten Staffel Rick and Morty, aber an Rick and Morty kommt es nicht heran. Es ist cool, es ist nett, es ist witzig, aber es ist halt kein Rick and Morty. Ja, das ist auch schwer, da ranzukommen an Rick and Morty, oder? Definitiv. Das war's schon. Mehr möchte ich zu Final Space gar nicht sagen. Kate, was ist You? Du wirst mich lieben. Ist das eine Serie oder ein Film? Oder? Ja, das ist eine Serie. Hätte ich schon vom Titel her nicht geguckt. Oh, das ist aber eine richtig nette Serie. Also ich fand sie wirklich gut. der Hauptdarsteller nennt sich Penn, ich kann es nicht aussprechen, Badgley. Den wir auch aus Batman. Wie heißt es? Gossip Girl kennen. Aus der Serie, also dieser lang anhaltenden Serie Gossip Girl. Und er spielt einen jungen Mann, der leitet eine Buchhandlung. Und so grundsätzlich ist erstmal alles ganz in Ordnung. Ne? Und dann lernt er also es kommt dann eine junge Frau in die Buchhandlung, gespielt von Elizabeth Lail. Und sie erregt seine Aufmerksamkeit. Einfach in der Art, wie sie nach welchen Büchern sie guckt, was sie sich ausleihen will und so. Und er findet sie interessant und sie kauft dann auch ein Buch und es wird alles aus seiner Perspektive erzählt. Also er sagt dann, er spricht mit dem Zuschauer. Also zum Beispiel, sie will das Buch kaufen und dann hört man quasi, wie er sagt, du hättest genug Bargeld dabei, du zahlst aber mit Kreditkarte, damit ich weiß, wie du heißt. Das ist clever und so, ne? Und er spinnt sich das alles so hin, als würde sie das mit Absicht tun, um ihn auch darauf hinzuweisen, dass sie Interesse hätte. So.
Er hat dann also dadurch, dass sie bezahlt hat, ihren Namen, und er fängt dann an, so im Internet nach ihr zu gucken. Wer ist denn das junge Mädchen? Die ist süß, ne? Und so. Und dann wäre ja eigentlich für jeden normale Mensch zu sagen, okay, ich schreibe die mal auf Facebook an, vielleicht will sie ja mal mit einem Kaffee mit mir trinken gehen. Hier biegt der Film in eine andere Richtung ab, denn der gute Joe... Ja, oder ja, wenn er halt sie nur auf Facebook findet, weil sie ja nur den Namen hat, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Der gute Joe findet dann raus, dass sie noch Instagram hat und noch, was weiß ich für alles, Social Media, findet raus, wo sie wohnt, was sie für eine Handynummer hat, verfolgt sie über Tag und findet raus, was so ihr Tagesablauf ist, und stellt ihr quasi nach, ja, um eben alles raus über sie rauszufinden, um dann im richtigen Moment sie zu treffen und genau der Junge zu sein, der zu diesem Mädchen passt, das er so jetzt gerade gestalkt hat, ne? Damit sie sich auf jeden Fall in ihn verliebt. Er entwickelt also eine Obsession für dieses Mädchen, und es ist egal, was um sie rum passiert. Wenn sich irgendjemand dagegen stellt und irgendjemand irgendwie so ein bisschen den Durchblick hat, dass er nicht das Beste für sie will, wird die Person einfach aus dem Weg geräumt. Umgebracht. Unter anderem, ach so, vielleicht, damit er und sie glücklich werden. Darum geht es in der Serie. Mhm. Um einen obsessiven Typen, der alles für die Liebe tun würde. Und wenn dann die Person, die er begehrt, vielleicht wegzieht oder nicht mehr da ist, dann kommt halt die nächste in die Buchhandlung. Gibt es doch schon zwei Staffeln, sehe ich. Es ist ein Stalker-Film, also eine Stalker-Serie. Es geht um einen Stalker aus Sicht des Stalkers. Ja, man hört dich. Komisch. Ich habe gerade gesagt, gibt es ja schon zwei Staffeln. Ich habe noch nie davon gehört. Ja, die erste Staffel lief jetzt September, Oktober in den USA auf Netflix. Zweite Staffel wurde direkt genehmigt quasi. Die kommt nächstes Jahr. Und bei uns ist die Serie jetzt am Donnerstag gestartet. Ich habe gerade hier bei Google den Titel eingegeben, um mal ein bisschen Infos. Bin ich bei Filmstarts gelandet. Da gibt es zwei Kritiken. Eine schreibt... gibt hier 4,5 von 5 Sternen, also sehr gut. Ja, wenn man gerne im Kopf eines Psychopathen landen möchte, ist die sehr empfehlenswert. Positiv sticht hervor, bla bla bla. Und die andere ist von einer Isabel, selten sowas Langweiliges gesehen. Man wartet Folge für Folge, dass irgendwas passiert, aber es bleibt einfach immer gleich langweilig. Zeitverschwendung, also nur ein Stern. Also gab es wahrscheinlich nur ein. Also es scheint sehr zu polarisieren, wenn ich mal diese zwei Kritiken hier rannehme. Also dass nichts passiert, kann ich nicht bestätigen, weil es kann, wird gerne auch mal ein bisschen brutaler. Ja. Und wie viel hast du jetzt geguckt? Komplett, bin fertig. Was? Alle zwei angeguckt. Staffeln? Nee, die erste. Zweite Staffel ist nicht verfügbar in Deutschland. Die zweite Staffel kommt erst nächstes Jahr, auch erst nächstes Jahr in den USA. Ich find solche Stalker-Sachen immer ein bisschen gruselig da. Weiß nicht. Ich hatte mal eine Ex-Freundin, die war, boah, ich will jetzt keinen Namen nennen oder irgendwelche Begebenheiten. Grüße an dieser Stelle, ne? Aber oh, wenn du das mal eine Zeit lang mitgemacht hast, dann puh. Ja, aber meistens werden diese Geschichten immer aus Sicht des Opfers geschildert. Achso, hier ist aus Tätersicht. Aus Sicht des jungen Mannes, der das Mädchen stalkt. Ja. Und auch wie gesagt, er redet ja die ganze Zeit. Also wenn er erklärt, warum er Dinge so macht, und er erklärt es so, als würde er ihr einen Brief schreiben. Also er sagt auch immer, ach Beck, und dann hast du das und das gemacht. Und ach, das hast du doch mit Absicht gemacht und so. Also es ist wie, als würde er eine Geschichte erzählen, ja, über sie und an sie. Ja. Und dazu halt dann die Bilder und die echten Unterhaltungen und so. Ich glaube, ich würde das zu gruselig finden. Ich fand's cool. Also da warst du wahrscheinlich noch nicht in der Lage, dass dich das mal... Nee, weil ich habe dann nämlich auch immer versucht, alles, was ich irgendwie halbwegs öffentlich gemacht habe, ich meine, ich verstecke jetzt mein Leben ja nicht so sehr, also ich lebe ja doch relativ
Und damals auch, da gab es ja auch schon Forum und alles und ich war da auch ein bisschen, aber da überlegt man schon, boah, was tut man, wie könnte das ausgelegt werden, weißt du, genau wie halt solche Leute denken und oh, ich glaube, ich würde mir die Serie jetzt nicht angucken, also das war, boah. Ja, jemand, ja. Der mit dem Thema schon zu tun hatte, der wird wahrscheinlich Abstand halten, klar, natürlich. Aber komisch, ich habe noch nie von der Serie, wenn da jetzt schon zwei Staffeln, Okay. Nochmal, es gibt bis jetzt nur die erste Staffel. Ja, trotzdem, die zweite ist schon in Planung oder vielleicht auch schon gedreht, das weiß ich nicht. Aber die erste ist jetzt erst rausgekommen. Und die lief auch erst September, Oktober bei uns in den USA drüben. Ich glaube ja immer, dass ich halbwegs gut informiert bin, aber dann überrascht mich doch immer wieder, wenn irgendwas kommt, was ich noch gar nicht kenne. Das ist wieder so. Ja, weil das vielleicht in deiner Filterbubble bei Netflix gar nicht erst auftaucht, genau, weil du Netflix andere weiß, Dinge guckst. Oh, der hat eine üble Vergangenheit. Dem zeigt man das lieber nicht. Also das sind ja Sachen, die Sachen, die du klickst, die du anguckst bei Netflix, dann werden dir ja Vorschläge gemacht. Ja, das passt zu dem, was du bisher geschaut hast. Wenn du nichts im Sinne von einem, was weiß ich, Psychopathen oder so, irgendwelche andere Psychofilme geguckt hast oder irgendwelche andere Psychoserien wie zum Beispiel Criminal Minds oder irgendwelche Crime-Serien, ja, die auf sowas Ähnliches hinauslaufen, dann wird das Netflix dir auch nicht anzeigen als Empfehlung. Ja, ich gucke ja manchmal bei Neuerscheinungen, da müsste es ja dann auf jeden Fall mit drin sein. Das war auch, das You war aber bei der letzten Übersicht, welche Neuheiten im Dezember kommen, war es dabei. Vielleicht habe ich das wegen dem Titel dann, du wirst mich lieben. Das klingt jetzt eher so wie irgendwas, was mich nicht so interessiert. Naja, aber klingt ist ja auf jeden Fall interessant, vielleicht wenn ich viel Mut habe, klicke ich das mal an. jetzt gucke ich erstmal aber dieses Dings hier. Black Mirror, diesen Sonderfilm, werde ich als nächstes erstmal weiter gucken. Der steht bei dir besser. Komischerweise gar nicht. Ja, den besprechen wir, wenn du ihn fertig geguckt hast. Ach so, okay, weil ich habe ihn jetzt vor der Sendung noch nicht geschafft, fertig zu gucken, weil das ist wie so ein Adventure gemacht, da muss man auch mal reagieren und so. bin ich ein paar Mal in einem Loop gelandet. Ach, der Chris hat ja noch viele Serien. Mensch, Chris, was los? Ja, total Ferien, viele. Oder? ich habe noch anzubieten Future Man. Oh, eine Serie auf Amazon Prime in der Hauptrolle Josh Hutcherson, den kennen wir aus Tribute von Panem. Genau, die Bute von Panem. Und Eliza Coupe oder Eliza Coop, die kennen wir woher? Scrubs. Genau. Habe ich jetzt was gewonnen, weil ich es weiß? Nee, nicht ganz. Du darfst dir das auf Amazon Prime mal angucken. Oh genau, Gott, du darfst das ist kostenlos auf Prime anschauen. Ja, Future Man, es geht um Josh Futterman. Ist kein Scheiß, der Name. Josh Futterman, der Hausmeister ist in einem, ich glaube, dermatologischen Institut oder irgendwie sowas. Also die in der Firma oder in dem Labor entwickeln sie auf jeden Fall ein Mittel gegen Herpes. Weil der Oberbösewicht quasi hat Herpes und weil er Herpes hat, ist er in der Zukunft dann der Oberbösewicht. Und ach, das kenne ich, die Serie, jetzt wo du es erzählst. Da hat man mal bei Fortsetzung Volk irgendwie so einen Link gekriegt von der Firma. da habe ich auch die ersten zwei Folgen hatten wir, glaube ich, gehabt. Da ist irgend so eine Frau mit lila Haaren, oder? Kann das sein? Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Tiger. Ja, genau, die den dann irgendwie beschützt oder so, der aus der Zukunft kommt, oder wie war das? Genau, die kommen aus der Zukunft, weil er ist der Erste, der dieses eine Videospiel knackt. Genau, das war gar nicht schlecht. Ja, sorry, erzähl weiter. Oh mein Gott. Ja. Ach du Jemine, okay. Also es geht wirklich, den Anfang kann man ja wunderschön mal schön noch erzählen, weil es geht in diesem Film extrem viel ums Wichsen. In dieser Serie geht es extrem viel um Wichsen. Also entweder werden Opossums einen runtergeholt und es wird gesammelt oder irgendjemand anders ist am Wichsen oder was weiß ich was. Der andere Superheld oder Verteidiger von Future Man, wie Josh Futterman ja heißt, Wolf, der bekommt erstmal eine Ladung Sperma von ihm ab, weil Futterman natürlich gerade nachdem er das Spiel geschafft hat, sich erstmal auf Tiger einen runterholt und es entsteht halt so eine Reise in die Vergangenheit, um dort wieder zu schauen, so hey, wie können wir den aufhalten, den Schurken, wie schaffen wir das, dass
dass wir in der Zukunft besser leben können und nicht alle Menschen gleich sind und alle gesund sind und es keine so Menschenroboter gibt. Und ja, und sie denken halt, dass Future Man da der Erlöser ist und der Auserwählte ist, und der kann halt gar nichts. Das ist halt eine völlige Vollkatastrophe. Und genauso wie er eine Vollkatastrophe ist, empfinde ich auch die Serie als absolute Vollkatastrophe. Oh. Also so ab und zu mal ist so ein kleiner drin und dann denkst du dir nur wieder so, boah, die Dialoge, alter Scheiße, haben das irgendwelche Affen auf Schreibmaschinen zusammengetextet oder was? Und die Schnitte sind katastrophal. Also dann so eine Szene, was weiß ich, plötzlich, wupp, schwarzer Bildschirm, wupp, geht woanders weiter so. Hä? Völlig zusammenhanglos. Ich verstehe dieses hohe Rating, das es teilweise bekommt, überhaupt gar nicht. Wie viel hast du geguckt? Wie weit? Ich habe die ersten 8 Folgen gesehen. Oh, doch so weit. Ja. Das frage ich mich auch. Ich habe ihn auch gefragt, warum er denn weiterguckt, wenn so schlecht ist. Das war's allerdings auch jetzt, weil ich werde es nicht mal. Ich finde es unerträglich, wirklich. Ich finde es absolut unerträglich. Es ist nicht, wenn ich eine Serie über Wichsen gucken will, dann gehe ich auf YouPorn oder irgendwas. Also, nee, es ist. Und ich bin der Meinung, dass ich da sogar bessere Dialoge bekomme. Also es ist wirklich, oder auch, ja, wir laden uns jetzt auf, die beiden Soldaten aus der Zukunft laden sich auf, indem sie Sex haben miteinander. Also, oh ja, ich bin voll aufgeladen. What? Und denkst du nur so, das habe ich gar nicht so schlimm in Erinnerung. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, wann wir da. Ja, dann gibt es Schlägereien und dann erzählt man die ganze Zeit, oh, Niederschlag, oh, Kieferbruch, oh, ins Gesicht, oh, an den Bauch. Also, die sagen, wo sie hinschlagen, also völlig unnötig. Am besten wären noch so Pfeile, so hier hat er ihn getroffen oder sowas. Also, boah, klar, die Serie nimmt sich überhaupt nicht ernst, aber das ist, mir ist es schon wirklich zu viel Geblödel einfach und zu hoppeldihopp, sind wir lustig. Also, hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich bin ja eigentlich für so Zeitreisen, Science-Fiction, Comedy eigentlich schon empfänglich, nur, boah, Future Man landet bei mir zukünftig im hintersten Regal. Da stelle ich lieber andere Sachen vorne dran. Ich habe, glaube ich, nur 5 Minuten von der Serie gesehen, irgendwo bei Folge 7. Und mir reicht's. Ich brauche davon gar nicht mehr sehen. Das ist einfach nur schlimm. Da haben sie irgendwie einen Zeitsprung gemacht und dann sind ihre Körper so ein bisschen durcheinander geraten. Da hat irgendwie der eine die Narbe vom anderen und bei den Männern haben sich die Geschlechtsteile getauscht. Ja? So, was ist das? Furchtbar. Oh mein Gott, ich habe einen kleinen Penis. Oh, wie läuft man denn mit so einem Riesending? Oh Gott. Ja, so ganz furchtbar. Ich hab dann beschlossen, das ist nichts für mich. Ich habe den gar nicht so schlecht in Erinnerung. Also ich habe hier gerade mal geschaut, wir hatten vor knapp einem Jahr Fortsetzung folgt, da hatten wir, das war ja damals bei Hulu irgendwie verfügbar und da hatten wir von der Firma da irgendwie den Link bekommen, wo wir die ersten 2 Folgen gucken konnten und ich habe 65% gegeben, also 6,5 in unsere 10er-Skala. Ich habe aber nur die ersten 2 Folgen, also und da war es halt so, wenn ich mich da recht erinnere, dass da eben dieses Spiel, das fand ich ganz nett und dass dann die aus der Zukunft kommen, hey, du hast das Spiel gewonnen, du bist ganz gut hier, wir brauchen dich und so, nee, ich hab da nur hier gespielt und so. Und dann ist ja die Frau, die ihn da irgendwie beschützen soll und das war irgendwie ganz nett und sah irgendwie aus, das hatte ein bisschen Potenzial, dass da so viele Wichssachen drin waren, habe ich jetzt gar nicht in Erinnerung, weil das hätte mich dann eher auch abgestoßen. Ja, was ab. Vielleicht, weil ich hatte mir eigentlich das Ding vorgemerkt, dachte ich, na, wenn das irgendwann mal auf Netflix kommt, dann wollte ich da mal noch weiter gucken als die 2 Folgen, die wir damals gesehen haben. Mal gucken. Amazon Prime ist es jetzt geworden. Ich werde trotzdem mal reingucken. Ich werde mal gucken, vielleicht haben die auch irgendwas noch verändert von der US-Ausstrahlung, weil bei der US-Ausstrahlung, wenn das auf Hulu war, die sind ja normalerweise immer sehr, ja, gerade was solche Sachen, sexuelle Sachen angeht, da ist ja sehr viel auch geschnitten. Also vielleicht war das da gar nicht drin. Ist mir gerade so eingefallen. Ne? Vielleicht waren da diese ganzen Geschichten gar nicht so drin. Ich fand auch die Folgen, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht muss ich selber mal unseren Podcast hören, die waren auch immer sehr kurz. Die waren irgendwie so 20 Minuten oder so, gingen die nur. Ja, 30 Minuten gehen die. Ach so. Ja, okay, vielleicht könnte fast sein. Vielleicht war doch was geschnitten. Könnte doch vielleicht sein. Vielleicht haben sie da ein paar Sexreferenzen für die Fernsehausstrahlung und das Hulu, das ist ja quasi das, was im US-Fernsehen lief. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwo im Internet eine Seite, wo es da Vergleiche gibt, wie es jetzt, vielleicht haben die auf dem Stream jetzt irgendwie die ungeschnittene Version, irgendwie die für Erwachsene.
Naja, ich werde mal reingucken. Vielleicht kommt es mir irgendwie komisch vor, dass ich irgendwas nicht gesehen habe, aber ja, ist auch schon ein Jahr her. Hm. Also kannst du nicht empfehlen, Future Man. Nee, also nee. Ich kann es überhaupt nicht empfehlen. Trotz 8 Folgen. Mensch, wenn du schon mal hier eine Serie mit 8 Folgen buchst, ey. Pff. Ja. Hm. Das ist, ich habe es halt laufen lassen dann, weil ich gedacht habe, vielleicht nimmt es noch irgendwie. Die Fernbedienung lag irgendwie zu weit entfernt und du warst gerade. Nee, ich steuere das alles übers Handy. Also ich, ach so. Halt, oder per Sprache. Und deswegen, also ich dachte, du hattest den PlayStation-Controller in der Hand und bist Red Dead Redemption irgendwo rumgeritten da und konntest nicht. Nee. Okay, ist das andere eine Serie, was bei dir noch drinsteht, oder soll das ein Game sein? The Ranch, ja. The Ranch ist FTL? Serie. Nee, meine ich. Ach so, The Ranch haben wir FTL, auch noch. FTL ist ein Spiel, aber The Ranch ist eine Serie, wo ich jetzt endlich komme, Teil 6 anzuschauen. Und das ist die, ab jetzt ist es ohne Danny Masterson. Also ohne Rooster. Und ich bin ja schon ein bisschen erschrocken gewesen, weil ich habe dieses ganze Galama um den gar nicht mitbekommen. Und das war schon vor über einem Jahr sogar. Dass Netflix Danny Masterson rausgeworfen hat wegen den Vorwürfen der Massenvergewaltigung. Also er soll fünf Frauen vergewaltigt haben. Gleichzeitig. Da haben sich im Sinne dieser MeToo-Bewegung haben sich 5 Frauen gemeldet. Wurde jetzt allerdings auch irgendwie nicht mehr weiterverfolgt, dieses ganze Thema. Also es gibt da keine neuen Erkenntnisse. Das Letzte, was ich gefunden habe, war wirklich aus dem Dezember 2017. Ja, wie gesagt, und Netflix hat sich daraufhin von Danny Masterson getrennt, also das heißt, Rooster, einer der Hauptcharaktere, ist einfach rausgeflogen und sie haben ihn jetzt so einen unklaren Tod sterben lassen. Also es ist nicht klar, ob er wirklich tot ist oder nicht, man weiß es nicht, man hat sich da echt eine Hintertür aufgehalten. Also quasi nur für tot erklärt worden. Er gilt als vermisst und man hat sein zerstörtes Motorrad gefunden und sein Geldbeutel mit Blut dran. Aber die Leiche hat man nicht gefunden. Und also wie gesagt, man hält sich da eine Türe offen. Die Serie an sich hat dadurch aber nichts an Charme eingebüßt. Also ist klar, es fehlt irgendwo schon Rooster einfach mit seinen total Bananensprüchen und seinem total Danebenverhalten. Trotz alledem ist immer noch dieses Südstaaten-Gelaber mit, wo man echt zweimal hinhören muss, was die da gerade von sich geben. Also mit Ashton Kutcher und Sam Elliott. Ich finde es nach wie vor großartig. Ich werde es auf jeden Fall jetzt auch noch weiter gucken. Nur wie gesagt, ich habe das mit Rooster nicht so mitbekommen. Habe dann immer so, ja, der kommt doch jetzt bestimmt gleich. Der muss doch jetzt gleich kommen. Und dann kam er halt nicht. Und dann kam er auch in der dritten Folge nicht, in der vierten Folge nicht. Und ich so, okay, jetzt gucke ich mal nach, was da ist. Und ja, wie gesagt, der wird auch eher nicht mehr kommen. Ich habe da jetzt noch mal eine Frage. Ja. Du guckst es ja auf Englisch. Guckst du es auf Englisch, weil die Synchro scheiße ist, oder? Ich gucke es auf Englisch, weil ich die deutsche Stimme von Ashton Kutcher nicht abkann, weil Sam Elliott im Deutschen bei weitem nicht so verknöchert und verknurrt rauskommt wie im Original. Und manch ein Wort, das hat mich jetzt bisher immer abgeschreckt, das anzugucken, weil ich die nicht im englischen Original gucken will. Weil ich doch da nichts verstehe, wenn die da so irgendwie Südstaaten-Gelaber machen. Untertitel einschalten. Ja, du musst ja die ganze Zeit lesen. Das geht doch schnell, da liest du nur das, was du nicht kennst. Kannst du Englisch. Also, aber mal eine Frage, die steht bei uns im Dokument Part 6. Die Serie hat doch 4 Staffeln, was ist jetzt Part 6? Die haben wohl die eine Staffel geteilt oder was? Nein, die teilen das eigentlich immer so auf. So, ach so, okay. 2x10 Folgen oder sowas oder 2x15 Folgen. Ich weiß, irgendwie sowas. Also irgendwie wird es ganz komisch aufgeteilt. Es heißt jetzt aktuell Part 6. Den gibt es seit Anfang Dezember. Ah, cool. Kannst du empfehlen. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich empfehle es jedes Mal, wenn es hier zur Sprache kommt, empfehle ich es aufs Neue. So, jetzt werde ich mir das mal hier notieren. Scheint ja ganz lustig zu sein hier, wenn du da dran bleibst. Jetzt werde ich mir das mal notieren hier, dass ich in dem Seriengewirr, also You gucke ich nicht, aber The Ranch, The Ranch schreibe ich mir auf mein Post-it und Future Man gucke ich nochmal rein, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ein Post-it, Ja, den klebe ich mir jetzt hierher, so, Bap. So. To-Do-Liste. Ja, jetzt bin ich ja gerade, da habe ich ein bisschen Zeit, ich habe gestern schon, habe ich ja schon erzählt, hier Game of Thrones Marathon, ja, vor allem, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, ich habe dann irgendwelche Serien, Game of Thrones Folgen aus der, weiß nicht, 4. Staffel oder sowas,
da sind Sachen passiert, wo ich dachte, boah, ich dachte eigentlich, das wäre jetzt in der letzten Staffel passiert. Ja. Irgendwelche Sachen. Aber die waren eigentlich jetzt schon 3 Staffeln her oder so, aber die waren so einprägsam irgendwie. Ja, ganz komisch. Ja, jetzt schließe ich mal noch auf wieder. Also ich habe das ja alles schon gesehen, aber bevor dann die neue kommt im April. Ja, der Chris hat hier noch ein neues Game ausgegraben. Mal gucken, ob ich das auch auf meinem Post-it schreiben muss. Games. Ja, neues Spiel ist ein bisschen übertrieben, FTL. Faster Than Light heißt das gute Spiel. Ist, also es läuft auf meinem iPad hier, läuft es ganz hervorragend. Ist aus dem Jahr 2012, ist schon eine ganze Ecke alt. Und gibt es jetzt allerdings auch, gibt es auch für einen PC, lieber Erik, bei Steam für aktuell 2,50 Euro. Das ist ja ungefähr der Preis, der jetzt auch Fallout 76 dort kostet. Würde ich lieber das empfehlen. Nein, FTL ist so ein, eine Raumschiff-Simulation. Man fliegt so mit seinem Raumschiff durch eine immer wieder zufällig erzeugte Galaxie, muss quasi irgendwas abliefern oder so. Also er fliegt da umher, es gibt verschiedene Planeten, es gibt natürlich Gegner, es gibt so Piraten, die einen überfallen wollen, da musst du dich dagegen wehren und bliblablub. Und es relativ einfach gehalten von der Grafik, auch von den Effekten her, aber es hat einen hohen Spielspaß. Und das ist wieder mal was es ausmacht. Also, wenn man es jetzt hier bei Steam anschaut, alle Reviews äußerst positiv, bei fast 33.000 Reviews, also 96% finden das Spiel positiv. Also es kann jetzt nicht so schlecht sein. Wie gesagt, es ist so, ja, wie soll man es wirklich beschreiben? Du musst manövrieren, also nicht die Schiffe manövrieren, sondern du hast halt die dran und dann kommst du in Raumkämpfe und dann musst du halt deine Männchen hin und her schicken, wer wie was macht und welche Waffen du jetzt abschweuerst und dann kannst du da upgraden, dann musst du dein Schiff reparieren und so weiter. Und das Ding ist halt, wenn du drauf gehst, also wenn dein Schiff explodiert, dann fängst du von vorne an, komplett. Ja, also es gibt wohl irgendwie einen Endgegner, habe ich mir sagen lassen, für das Erste. Ich habe angefangen auf dem normalen Modus und habe mir jetzt auch da inzwischen sagen lassen, bist du eigentlich verrückt, der normale Modus ist schon Hardcore. Und ich spiele also jetzt gerade im Easy-Modus und der ist wirklich schon ein bisschen einfacher. Aber man muss trotzdem aufpassen, was man wie macht, wo man Feuer legt, welche Türen man aufmacht, damit das Feuer sich von alleine löscht. Dann muss man allerdings wieder gucken, dass der Sauerstoff reinkommt. Ich habe jetzt fürs iPad 3,50 Euro oder sowas bezahlt und dafür ist es echt in Ordnung. Also da kann man echt nichts sagen. Auf dem iPhone läuft es nicht, was mich ein bisschen frustriert, aber ist halt so, gibt es nur fürs iPad oder halt dann auch für einen PC. Faster Than Light heißt es. Ich habe Than, glaube ich, falsch geschrieben. Ja. Und ist das, sind die Gegner, sind die Computer generiert oder ist das online, sind das andere Spieler, alles MMO? Das ist alles Computer generiert. So. Okay, also ja, ich weiß nicht, ich habe hier gerade so ein paar Bilder, da sehe ich eigentlich immer nur, ich sehe da kein Raumschiff fliegen, ich sehe immer nur irgendwelche Grafiken von oben, irgendwelche Stationen genau, und sowas. Also genau, man so kann nicht durch Weltraum fliegen. Nein, du fliegst nicht selber durch. Also du fliegst halt quasi in das nächste System immer rein, da tippst du drauf, so okay, jetzt fliege ich dahin und so. Also es ist schon, sehr, sehr einfach gehalten, aber trotzdem irgendwie durchdacht. Einfach, aber sehr durchdacht und das ist, finde ich, gut. Okay. Ja, weiß nicht. Die Bilder reißen mich jetzt gerade nicht vom Hocker hier. Aber gut, die Reviews und ich meine 2,49 Euro. Soundtrack kann man hier gucken. Tetris, da reißt dich die Grafik auch nicht mehr vom Hocker, aber das macht unglaublich Spaß. Das stimmt. Vielleicht investiere ich mal die 2,50 Euro hier. Gucken wir das mal an. Ja. Bei Steam, ja. Das ist aktuell für 2,50 Euro, sonst kostet es 10 Euro. Werde ich mal mit verlinken hier bei uns im Beitrag. Ich habe mir gerade den Steam-Direkt-Link hier mal gespeichert. So, dann muss ich, den Open-Lara-Link wegmachen hier unten. Von letzter Woche. Ist auch Deutsch sogar, guck mal an. Ja, cool. Ja, dann danke für den Tipp. Vielleicht spielt das ja jemand von den geschätzten Hörern da, wenn das schon so lange draußen ist. Vielleicht kennt das jemand und kann da mal berichten. Und kann da beipflichten, ob das gut ist oder was man da machen kann und machen muss oder ob ich mir das holen soll oder nicht. Ich würde sagen, ja, probier's einfach aus. Okay, dann werfen wir jetzt noch mal einen Blick in unseren Briefkasten, was da so angekommen ist mittlerweile. Briefkasten. Der Super Goofy musste sehr schmunzeln über eure 20 Minuten Transformers 5. Schön, dass wir ihn da Helfen gerne.
Und der Martin fragt tatsächlich, ob da eine Waschmaschine bei mir im Hintergrund zu hören war, nachdem wir das nicht mal thematisiert hatten. Aber so weit hat er anscheinend noch nicht gehört gehabt. Übrigens, heute, das war ein Hund bei mir im Hintergrund. Ach so. Ja, und gerade eben hat die Katze bei mir die Lampe umgeschmissen. Da kommt bestimmt dann auch ein Kommentar, ist das hier ein Hund bei euch im Hintergrund? aber ich kann ja hier auch zusätzlich noch zur Verwirrung sorgen hier. Oh. Jetzt aber. Das klang aber nicht wie dein Hund, Erik. Auf jeden Fall hat, nee, der macht andere Geräusche. Auf jeden Fall hat die Steff noch geschrieben, es ist gut, dass wir das aufgeklärt haben mit den Geräuschen, weil sie dachte schon, ihr Auto macht da komische Geräusche, weil sie war da wohl gerade auf dem Weg nach Hause von der, hier zur Weihnachtsfeier oder so, ne? Ja, und die Steff hat auch noch geschrieben, sie hat nämlich 100 Dinge gesehen und allerdings mehr oder weniger freiwillig, weil sie wollte eigentlich mit den Kollegen von den Leinwandperlen in die Sneak Preview, aber dort lief Robin Hood und den hatte sie ja schon gesehen. In ihrer Sneak Preview in Reutlingen, wo sie immer geht. Und da ist sie rückwärts wieder raus. Also scheint da nicht so begeistert, dass sie den sich vielleicht nochmal angucken wollte oder so. Ist nebenan in den anderen Saal gegangen und da lief 100 Dinge. Und sie meint aber schlechte Entscheidung. Der Film war unerträglich. Typische Schweighöfer-Romcom, nichts für mich, also für sie. Außerdem haben sie versucht, einfach alles Mögliche in dem Film anzusprechen. War einfach viel zu überladen. Die Titelstory gerät in den Hintergrund. Es geht natürlich um Kritik an der Konsumgesellschaft und an Sammlung von Daten, personengebundener Werbung und so weiter. Aber es war auch Kritik an DDR, AfD, Hitler dabei. Es ging um Freundschaft, Liebe, Familie und psychische Krankheiten. Es war alles drin und das war zu viel. Und die Dialoge waren zum Schluss unerträglich. Und sie gibt da 3 von 10 einarmige Räuchermännchen. Also, da haben wir ja einmal eine positive Kritik gehört, wenn ich mich recht erinnere, vom Thomas zu 100 Dinge. Jetzt eine sehr negative, das ist ja fast wie bei You hier. Das ist so polarisierend anscheinend. Mal gucken. Also, wenn ihr, liebe Hörer, den Film gesehen habt, 100 Dinge, dann lasst mal ein paar Zeilen da als Kommentar, wie ihr den fandet. Sollte man den noch gucken, solange wie der läuft im Kino oder eher doch lieber nicht? Das war's dann auch schon mit den Kommentaren von der vergangenen Sendung. Achso, wir wollten ja eigentlich das Gewinnspiel auslosen. Das wird jetzt, glaube ich, zu lang, denn wenn ich das jetzt noch mache. Machen wir in der nächsten Sendung. Das haben wir schon sehr lang. Hier sehe ich hier über eine Stunde wieder. Dann machen wir das in der nächsten Sendung. Da losen wir dann die Gewinner von dem Adventskalender-Gewinnspiel aus. Oder ich mache das zwischendurch. Ihr könnt ja mal auf Instagram folgen, Kinocast. Ich habe jetzt entdeckt, wie man da so Live-Stories und so machen kann. Da habe ich letztens schon was ausgelost. In der Instagram-Live-Story, wie das da heißt. Und vielleicht mache ich das hier auch, dass ich ein paar von den allgemeinen oder anderen Gewinnen, die an alle gehen, irgendwie darüber irgendwie verlose. Mal gucken. Werfen wir noch einen Blick in die Amazon-Einkäufe der vergangenen Woche. Gar nichts, oder was? Ach nee, ich habe mich wieder ausgelockt hier bei Amazon. Hat so lange gedauert, dass der Tab offenbar. Einmal mit Profis arbeiten. Also, genau, also liebe Hörer, ihr könnt ja den Kinocast hier, die Sendung unterstützen, indem ihr auf das Banner klickt, auf kinocast.net. Auf der rechten Seite findet ihr sowas, Unterstützung durch Amazon oder ganz oben. Oh, was hatten wir? Amazon, es tut uns leid. We are unable to process your request. Jetzt wollte ich gerade gucken, wer das genutzt hat in den letzten 7 Tagen und über unsere Affiliate-Links irgendwas bestellt hat, aber Amazon hat irgendwie gerade keine Lust. Wahrscheinlich bestellen alle jetzt noch ganz schnell. So kurz vor Wochenende. Na, ich versuch's noch einmal. Ob's geht oder ob's nicht geht. M? Nix, alles gut. M. Kannst gerne einen Witz erzählen, um die Wartezeit zu. Nee, ich habe mich gerade gefragt, warum du sagst, kurz vorm Wochenende, es ist Samstagnachmittag. Ja. Aber. Ah, jetzt hat die Seite geöffnet. Also, Speedlink Jet Erweiterungsakku. Mal gucken, für was das ist. Gleich mal öffnen. Na? Irgendwie klemmt es alles. Für ein Nintendo 3DS, wo man das so reinklingt und dann hat man da einen extra Akku. Und was ist das? Tesa Power Strips. Deko-Haken. Da kann man irgendwas aufhängen. Dann irgendwie. Die sind gut, die taugen was. Genau, vielen Dank an den oder die das bestellt haben. Das war es auch schon. Wahrscheinlich über die Weihnachtszeit hat kaum jemand Amazon aufgemacht. Jo. Ansonsten, habt ihr noch irgendwas? Nö. Hunger. Hunger, na ja, dann. Hunger. Geht was essen. Liebe Hörer,
wir hören uns dann gesund und munter im neuen Jahr dann wieder. Wie gesagt, es könnte eine Verzögerung geben, weil keine Sneak bei uns ist. Rutscht gut rein. Ich wünsche allen Hörern alles Gute und euch natürlich auch, Kate und Chris, fürs neue Jahr schon mal im Voraus. Und ja, hören wir uns dann gesund und munter wieder. Bis dann. Tschüss. Ja, schließe ich mich genauso an. Bis dann. Ciao. Absolut. Ein gutes neues Jahr. Tschüss. Oh, heute ist halt so ein Samstag, ne? Ja. Heute ist einer dieser Tage. So. Die ich kaum ertrage und mich selber ständig frage. Na danke, wenigstens einer springt drauf an. Es geht aber anders los. Hey, heute ist wieder. Hey, genau, da fehlt das Hey. Ja. Das ist das Signalwort hier. Aber Erik, du weißt ja, jedes Lied auf der Welt wird besser, wenn du ein Hey einfügst. Ist es so? Ja. Test es einfach mal. An welcher Stelle? Egal, das muss schon passen. Also, es kommt dann schon die passende Pause, du weißt, wirst du es merken. Atemlos, hey, durch die Nacht, hey. Das wird nicht, wird nicht wesentlich besser dadurch. Doch, es wird besser, oder? Nee. Hey, Jude. Da ist ja ein Hey schon drin. Don't understand, hey. Das funktioniert bei allem. Ich kann deiner Argumentation nicht folgen, dass es besser wird. Einfach mal testen. Testen und blind vertrauen. Bis bald im Kinocast.